herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Diadele, ich grüße dich. Das ist dein Video, dein Jahreshoroskop. Und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. In diesem Bild erscheint dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts. So war der Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist. Die Lebensbereiche, die Planeten oder Sonne, Mond sich befindet in diesem Geburtshoroskop, es sind für dich die wichtigsten Lebensbereiche. Das ist deine Persönlichkeit, dein persönlichen Auftreten, deine Werte, Selbstwertgefühl, Finanzen, wie kannst du dich behaupten, dich durchsetzen, aber Kommunikation, Wissen vermitteln, Wissen aneignen. Dann ist wichtig die Liebe, Partnerschaft, Ausland, Reisen, Spiritualität. Wichtig ist auch deine Wünsche, auch Freundschaften und die tiefe Geheimnisse des Lebens. Dieses Geburtshoroskop bleibt so stehen. Das ist wie eine Momentaufnahme in dem Augenblick, wo du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Du änderst dich aber und machst Lebensschritte und bewegst dich im Leben in 7 Jahren Perioden. Und alle 7 Jahre hast du andere Themen. Du bewegst dich in anderen Boden. Und diesem Boden, wo du dich gerade bewegst, ist die wichtigste Thema in diesen Jahren. Oder kommen Einflüsse von außen, sie spiegeln dir etwas. Du bewegst dich noch im Tierkreiszeichen Krebs. Und das bedeutet für dich Familie. Bedeutet auch das Gefühl zu haben, die richtigen Augenblicke des Lebens verspüren, wann ist das richtige gut zum Handeln, wann ist besser zurückgezogen zu sein. Und in diesen Phasen baut sich etwas auf und das ist dieses innere Zuhause. Ich nenne das als inneren Tempel. Das hat auch mit Krebsenergie etwas zu tun. Das dauert etwa bis 1,5 Jahre noch und dann übergehst im Löwe-Periode und dann wirkt 7 Jahre lang die Löwenperiode. Das ist die Selbstdarstellung. Kann auch bedeuten, dass in dieser Zeit sehr kreativ bist, stehst im Mittelpunkt, gehst in die Öffentlichkeit oder kümmerst um die Selbstständigkeit oder veröffentlichst du etwas. Nicht nur du änderst dich und bewegst du dich im Leben, sondern Sonne, Mond und die Planeten auch. Planet heißt auch beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und dieser Wandel löst im Geburtshoroskop etwas aus. Jeder Planet, anderen Themen, immer in den Lebensbereichen, wo sich dieser Planet dann sich bewegt. März 2019 befindet sich Pluto in Tierkreiszeichen Schütze. Du befindest dich gerade in Zeit, wo Pluto hier in deiner Persönlichkeit etwas aktiviert. Und Pluto zeigt dir, alles loslassen, trennen, kündigen, verabschieden, was dich stört oder hindert, weil jetzt lernst du in deiner Kraft bleiben. Das sind Gewohnheiten, Kontakte
oder Gegenstände, aber auch Gefühlen wie Angst. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Hier lebst du deine Kreativität. Das kann natürlich bedeuten, dass du Schulungen anbietest oder besuchst du ein Seminar, weil das entspricht deiner Träume, oder etwas Neues lernst du, entwickelst du, was deine Kreativität betrifft. Bei Neptun-Energie ist es auch möglich, dass du enttäuscht fühlst von Verwandten, von Bekannten. Neptun kann auch so etwas auch auslösen oder alte Erinnerungen, Kindheitserinnerungen. Und dann kommen die alten Verletzungen, diesen Gefühlen, alles wieder hoch. Aber Neptun bedeutet auch die Träume zum Leben, kreativ zu sein, das Leben kreativ, fantasievoll gestalten, die Träume zum Leben. Und hier kannst du gerade deine Träume verwirklichen. Das kann auch bedeuten, dass du etwas veröffentlichst, wie zum Beispiel ein Buch zum Veröffentlichen. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, hier im Bereich Kinder. Hier kommen Veränderungen, Umbrüche, Veränderungen, entweder mit deinen Kindern oder kommen die Erinnerungen und du arbeitest an deinem inneren Kind und dadurch ändert sich etwas in deinem Leben. Oder lebst deine Kreativität und so gestaltest du etwas im Leben und spürst die schöpferische Energie und Kraft. Saturn befindet sich im Schütze. Und Saturn belehrt dich zurzeit, deine Persönlichkeit in Ausdruck bringen. Jupiter bringt Glück. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter vergrößert auch etwas und das ist dein Inneren. Hier, gerade bei diesem Geheimnisse, Jupiter ist auch der Planet der Weisheit, die tiefe Geheimnisse des Lebens erforschen. Jupiter steht auch für Spiritualität auch. Und das kann für dich ein sehr wichtiger Lebensbereich sein. Das zeigt auch wie einen inneren Reichtum. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Widder. Das kann bedeuten, dass du hier deine Kraft einsetzt und gestaltest etwas ganz schöpferisch. Kann auch bedeuten, dass du eine Begegnung hast mit einer männlichen Person und kommt diese Lebensfreude, das Spielerische, das Leben zu genießen. Venus befindet sich im Steinbock, genau dort, wo in dein Geburtshoroskop auch befindet. Und das kann bei dir auslösen, dass du Geld ausgibst für etwas Schönes, für dich selbst, auch ein schönes Kleid oder gehst zum Friseur und gibst Geld aus. Du verschönerst etwas, aber das hat mit Finanzen etwas zu tun. Natürlich kann bedeutet, dass du etwas verkaufst, etwas, was du künstlerisch gestalten hast und Geld kommt rein. Aber kann auch bedeuten, du gibst Geld aus. Beide ist möglich. Und hier bei Venus-Energie, hier bei Werten, dass du zu deinen Werten stehst als Frau. Merkur ist in Fischen. Das kann ein Vertrag sein, was mit deiner Wohnsituation zu tun hat. Aber kann auch bedeuten, eine wichtige Nachricht kommt ins Haus. Kann auch bedeuten, dass du zu Hause bist, genießt du die Zeit und liest du etwas oder schreibst ein Buch. Sonne zeigt die Monatsthemen. Sonne ist im Wassermann und das ist für dich sehr wichtig. Geschwister, Verwandten, das mal auch anschauen, in Ordnung bringen, Klarheit bringen,
aber bedeutet auch Öffentlichkeit im Medienbereich Medien. Eine Rückläufigkeit bedeutet entweder, dass etwas wird gebremst oder Vergangenheit. 6. März wird Merkur rückläufig. Das kann bedeuten, dass hier ein Vertrag kommt zu spät oder wartest eine Nachricht und das betrifft deine Wohnsituation oder dein Privatleben und diese Nachricht kommt nicht. Kann auch bedeuten, dass jemand meldet sich und besucht dich und habt ihr wieder die Kontakt und Gespräche mit jemand von deiner Vergangenheit. Die einzelnen Tage kann ich nicht beschreiben, sonst würde dieser Video zu lang sein. Bei Mondposition erwähne ich Neumond, Vollmond, Halbmond. In einem Neumond ist wichtig, die Rückzug, Meditation, nach innen schauen, die Licht in unserem Inneren finden, Klarheit bekommen, immer in diesem Bereich, wo dieser Neumond stattfindet. 6. März ist Neumond im Wassermann. Das ist der Rückzug, Nachdenklichkeit, Themen sind hier in diesem Bereich, was mit deinen Verwandten etwas zu tun hat, wie ist die Verbindung zu deinen Geschwistern, Verwandten. Dann auch zurückdenken, was war das in Schulzeit, warst du verletzt, übersehen, dann wieder zu deinen Werten stehen, dann kommen diese Erinnerungen oder nachdenklich zu sein, was könntest du in Medien veröffentlichen. All diese Themen kann das auslösen hier im dritten Lebensbereich. Ein Halbmond löst Spannung, Unsicherheit, Nervosität aus. 14. März ist Halbmond im Stier. Das erlebst du in Arbeit oder in Gesundheit, weil fehlt dir die inneren Gleichgewicht oder fühlst du dich zu nervös. 21. März ist Vollmond im Löwe. Ein Vollmond beleuchtet etwas und wir bekommen Klarheit, Orientierung. Und das hast du hier im Reisen oder im spirituellen Weg. 28. März ist Halbmond im Skorpion. Du brauchst einen gewissen Rückzug, die Ruhe finden. Dann hast du wieder dieses inneren Gleichgewicht. April. April 2019 übergeht Jupiter in Tierkreiszeichen Schütze. Das gibt dir Chancen, Möglichkeiten im Leben, auch Glück, eine optimistische Haltung. Mars ist im Stier. Da setzt du deine Kraft ein in die Arbeit, kann auch bedeuten, dass hier eine Begegnung hast mit einer männlichen Person. Sonne ist im Fischen, Merkur, Venus ist im Wassermann. Sonne hier im Tierkreiszeichen Fischen und Merkur, Venus hier im Wassermann. Die Monatsthema ist deine Wohnsituation. Dann, hier habe ich gesagt Mars, hier ist deine Kraft, kann auch eine männliche Person sein, Bereich Arbeit, Gesundheit und hier Gespräche mit Venus. Entweder hast du Verbindung zu einer Frau oder bedeutet auch, dass du kreativ bist, schreibst du etwas und damit gehst du in die Öffentlichkeit. 11. April ist Jupiter rückläufig. Das bremst wieder dich, das kann auch deine eigene Unsicherheit sein oder hast du das Gefühl, jetzt hast du dich wirklich gezeigt und im Glanz gebracht und warst du auch wahrgenommen, hast du Anerkennung bekommen und ab 11. April hast du das Gefühl, oh, das geht alles wieder zurück.
25. April wird Pluto rückläufig. Du brauchst immer wieder den Rückzug, damit im Inneren Kraft bleibst. Oder sollst du verinnerlichen, wovon sollst du verabschieden oder trennen oder loslassen. 30. April wird Saturn rückläufig. Saturn hat einen Einfluss auf unserem Schicksal, belehrt uns auch, diese Rückläufigkeit zeigt alten Themen, entweder karmischen Themen oder Vergangenheit. 5. April ist Neumond in Tierkreiszeichen Fischen. Hier ist wichtig ein gewisser Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, zu Hause zu sein, dich zum Erholen oder Gedanken machen über deine Wohnsituation. 12. April ist Halbmond in Zwillinge, eine gewisse Spannung in die Partnerschaft. 19. April ist Vollmond im Waage, das beleuchtet etwas, was deine Wünsche betrifft oder die Freunde betrifft. 26. April ist Halbmond im Steinbock, überlegen, wo gibst Geld aus, in dem Tag vielleicht nicht einkaufen oder investieren oder nichts unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. Mai 2019, dieser rückläufige Jupiter kehrt wieder zurück zum Skorpion. Mars bleibt im Stier, Sonne ist im Widder. Monatsthema ist die Kinder oder deine schöpferische Kraft, Lebensfreude. Merkur, Venus ist im Tierkreiszeichen Fischen. Bei Venus Energie kann bedeuten, du verschönerst etwas zu Hause. Bei Merkur, dass du handelst. Kann auch bedeuten, du bekommst eine Nachricht von einer weiblichen Person. 4. Mai ist Neumond im Widder. Hier ist ein gewisser Rückzug, Nachdenklichkeit. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Spannung, das kann innere Spannung sein, aber bedeutet auch Ämtern. Da würde ich auch keinen Termin ausmachen. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Das beleuchtet hier wieder deine Hoffnungen, Wünsche oder schaust genau an, welche Freunde kannst du vertrauen, wo sollst du eher misstrauisch sein. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wieder die Finanzen aufpassen. Juni. Juni Sonne, Merkur ist im Stier. Wichtiges Thema ist Arbeit. Das kann auch hier Verträge sein oder Gespräche, Nachrichten. Mars in Zwillingen und Venus im Widder. Hier hast du, also lebst deine Kreativität, würde ich das so sagen, mit dieser Venus-Energie hier in diesem Lebensbereich. Verspürst diese schöpferische Energie, lebst deine Kreativität, aber auch genießt diese Zweisamkeit, die Lebensfreude auch. Und Mars, dieser Mann, hat einen Einfluss auf dein Liebesleben, aktiviert bei dir. Bereich Liebe, Partnerschaft. Juni passiert etwas sehr Wichtiges. Die Mondknoten, diese karmischen Knoten, bewegt sich ab März in Tierkreiszeichen Zwillinge und Tierkreiszeichen Schütze. Ketu, was dieser Drachenkörper bedeutet, alten karmischen Themen, Ketu bewegt sich im Schütze ab März 2019, ganzes Jahr und auch noch nächstes Jahr,
und hier wird sein und hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Kommen Erinnerungen, alten karmischen Themen. Und Rahu, dieser Kopf, der Drache, was dir fehlt, und aktiviert aber dieser Drachenkopf, aktiviert etwas in Zwillinge und das erlebst du in Partnerschaft. Der Mann, der dir fehlt, karmische Liebe, karmische Begegnung. Und im Juni passiert Folgendes. Sehr wichtig, Saturn ist der Planet der Schicksal und Karma. Saturn ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit zeigt auch karmischen Themen. Denn Pluto ist auch rückläufig, auch karmischen Themen. Und Ketu ist der karmischen Knoten. Alle hat mit Vergangenheit was zu tun. Und Juni bilden sich ein sogenannten Konjunktion, das heißt, sie wirken zusammen. Und alles hier im Schütze, was mit deiner Persönlichkeit, dein Leben, dein Schicksalsweg eine große Bedeutung hat. Und hier kommen karmische Erinnerungen, karmische Begegnungen, schicksalhafte Ereignisse, Entscheidungen. Natürlich spiegelt die Partnerschaft auch etwas. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Hier, da kommen wieder Erinnerungen, Vergangenheit. 3. Juni ist Neumond im Stier. Und es ist wichtig, ein gewisser Rückzug, Meditation, Nachdenklichkeit über Beruf, Gesundheit. 10. Juni ist Halbmond im Löwen, Spannung auf Reisen oder Unsicherheit. Was sollst du in deinen spirituellen Weg, wie sollst du deine Entscheidungen treffen, was interessiert dich? 17. Juni ist Vollmond im Skorpion. Hier kommen Erkenntnisse, karmische Erinnerungen oder du siehst in die Tiefe, du erkennst etwas, was im Geheimen liegt. 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Hier eine gewisse Spannung oder du fühlst du dich unsicher und ziehst du dich zurück, genießt dein Zuhause. Juli 2019. Sonne, Venus ist im Zwillingen. Aktiviert hier dir die Partnerschaft. Venus hat auch mit Partnerschaft was zu tun. Das ist dein Monatsthema im Juli. Mars und Merkur ist im Krebs. Das kann Terminen sein mit Ämtern. Oder eine Art Transformation und Lernen. Und diese männliche Person hat natürlich auch eine Bedeutung. Hier gibt es auch Themen wie Sexualität. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Nachdenklichkeit über die Partnerschaft. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Gewisse Unsicherheit bei Arbeit. 16. Juli ist Vollmond im Schütze. Gleichzeitig Mondfinsternis. Mondfinsternis löst immer karmische Themen aus. 25. Juli ist Halbmond im Fischen. Unsicherheit oder etwas geht kaputt zu Hause, kann das auch bedeuten, aber bedeutet auch, dass du einen gewissen Rückzug und Ruhe brauchst. August 2019. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs.
Das ist wichtige Themen, die Ämten oder diese Transformation, diese Prozesse. Und Merkur ist in Zwillinge. Gespräch mit deinem Partner oder Begegnungen oder eine Nachricht. 12. August wird Jupiter direktläufig, das heißt ändert die Richtung, geht alles voran. 12. August wird Uranus rückläufig, bremst die Veränderungen in dein Leben oder kommen alten Themen wieder, Begegnungen und dadurch ändert sich etwas. 1. August ist Neumond im Krebs. Rückzug, Nachdenklichkeit. 7. August ist Halbmond im Waage. Unklarheiten in Freundschaften kann auch auslösen, diese Halbmond, dass du Wünsche hast und dann zweifelst daran. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Überprüfen die Finanzen, da mal ein Auge werfen, das ist auch wichtig. Hier die Augen öffnen auf die Werte, Selbstwertgefühl, Finanzen. 23. August ist Halbmond im Widder. Eine gewisse Spannung mit Kindern oder Erinnerungen an deine Kindheit und vielleicht eine gewisse Traurigkeit. 30. August ist Neumond im Löwe. Hier. Und gleichzeitig wird von Regulus bestrahlt, das ist das Herz der Löwen und zeigt dir deinen Weg, entweder eine Reise oder eine innere Reise, die spirituelle Richtung. September. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Hier fließt die Energie, es ist ein wichtiger Lebensbereich, Ausland, Reisen, Spiritualität. 19. September wird Saturn direktläufig, hier ändert sich die Richtung, ändert sich im Schicksal die Richtung. Oder bis dahin hast du das Gefühl, es geht nichts voran, es ist alles so zäh und plötzlich kommt alles in Bewegung. 6. September ist Halbmond in Skorpion, eine gewisse Unruhe hier in diesem Bereich und da brauchst du die Ruhe, den Rückzug. 14. September ist Vollmond im Wassermann, mehr Klarheit über die Verbindung zu Verwandten oder Medien, Kommunikation im Internet. 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung in die Arbeit oder du brauchst den inneren Gleichgewicht gesundheitlich. 28. September ist Neumond im Löwe, nachdenklich zu sein, wohin geht die Reise. Oktober 2019. Sonne, Mars, Venus ist in Jungfrau. Wichtiges Thema ist die Berufung. Bei Venus-Energie kann um Kreativität, Selbstständigkeit handeln. Bei Mars entweder da setzt du deine Kraft ein oder eine männliche Person unterstützt dich. Merkur ist im Waage. Das kann um Gespräche handeln oder eine Nachricht von Freunden. Kann auch bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst in einen Verein. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, Unsicherheit, Nervosität. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, Klarheit bekommen über deine Wohnsituation. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen,
Spannung in die Partnerschaft. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Nachdenklich zu sein, was sind deine Wünsche? Nachdenklich zu sein, wer sind ehrlich zu dir in deinem Freundeskreis? November 2019. Mars ist im Jungfrau. Da setzt du deine Kraft ein für deine Berufung oder bekommst du Anerkennung, Ansehen von einer männlichen Person. Sonne ist im Waage. Monatsthema ist deine Wünsche oder die Freundeskreis, Bekanntenkreis. Merkur und Venus ist im Skorpion. Hier liegen die Geheimnisse. Das kann bedeuten, dass du schweigen sollst über dein Liebesleben. Kann auch bedeuten, dass eine Frau erzählt ihre Geheimnisse über ihren Liebesleben. Kann auch bedeuten, dass du hier Neider hast und diese Frauen reden über dich hinter deinen Rücken. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November ist Merkur wieder direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Achte auf die Finanzen. Nichts investieren, nichts einkaufen, keinen Vertrag unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun. 12. November ist Vollmond im Widder. Mehr Klarheit über deine Kinder oder dein inneren Kind, deine inneren Kraft spüren, da die Licht bekommen, diese Klarheit. 19. November ist Halbmond im Krebs. Spannung bei Ämtern kann auch bedeuten, dass die Transformation, was hier so stattfindet, dass du anfängst an dir selbst zu zweifeln. 26. November ist Neumond im Waage. Wieder nachdenklich zu sein, was sind deine Wünsche? Nachdenklich zu sein, ob deine Freunde wirklich ehrlich zu dir meinen. Dezember 2019, Merkur, Venus, Mars und die Sonne. Sonne ist in Skorpion. Deine Geburtssonne ist auch hier. Also aktiviert deine eigene Sonne, also deine eigenen Werte oder dein Herz, dein Auge, steht alles mit Sonne in Verbindung. Das ist für dich die Chance, wie neu geboren zu werden, deine Sonne in die Mitte stellen. Nicht verstecken, nicht in die Schattenseite zu sein, sondern wie eine Neugeburt im Glanz zu bringen, dein Selbst. Mars und Merkur ist im Waage. Das kann ein Vertrag sein, kann aber Gespräche sein mit männlichen Personen im Bekanntenkreis, Freundeskreis. Venus ist im Schütze. Das zeigt deine Weiblichkeit. Hier ist auch dein Aussehen und das löst aus, dass dein Aussehen ändert sich, ein neuer Haarschnitt, anderen Kleider, einen anderen Stil. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, Spannung im Internet oder Spannung mit Geschwistern, Verwandten. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, mehr Klarheit über deine berufliche Situation oder über Gesundheit. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, Spannung im Ausland, Reisen, Prüfungen, Spiritualität oder Unsicherheit. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, Rückzug, Nachdenklichkeit über dir selbst, über deine Persönlichkeit.
Januar 2020. Mars ist in Skorpio. Brauchst einen gewissen Rückzug, dass du wieder Kraft hast. Kann auch eine Begegnung sein mit einer männlichen Person und das ist alles im Geheimen. Sonne, Merkur, Jupiter ist im Schütze. Jupiter ist im Schütze und bleibt im Schütze 2020. Das bringt dir persönlich Glück. Merkur, Sonne. Sonne zeigt die Monatsthema am Januar und Merkur entweder, dass du dein inneren Kind entdeckst und hast du eine ganz andere Auftreten, nimmst vieles mit Leichtigkeit und spielerisch, kann auch bedeuten, dass hier ein Buch veröffentlichst oder hast du einfach mehr Gespräche, hat Merkur auch mit Gesprächen, Kommunikation etwas zu tun. Venus ist im Steinbock, bedeutet für dich entweder Geldgewinn oder dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Natürlich ist es auch möglich, dass du künstlerisch begabt bist und du gestaltest etwas und verkaufst es. Februar 2020. Mars bleibt noch im Skorpion. Sonne ist im Steinbock. Wichtiges Monatsthema ist deine Werte und Finanzen. Venus und Merkur ist im Wassermann. Da kannst du damit rechnen, dass du Kontakte, Gespräche hast mit einer weiblichen Person. Liebe Diadel, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.